Edler Sound, bestes Spielgefühl, transportabel, gut aussehend und dazu noch preiswert. Man kann im Leben nicht immer alles haben, aber mit dem ES-100 erhält man ein kompaktes Digitalpiano, das seine Qualitäten gekonnt auszuspielen weiß. Da ist natürlich in erster Linie der Sound zu nennen. 19 verschiedene Instrumente bietet das ES-100, wobei der Fokus zunächst auf den 8 Pianoklängen liegt. Wie bei den großen Kawai Digitalpianos hat auch hier der weltbekannte Kawai Konzertflügel EX Pate gestanden. Ton für Ton in verschiedenen Dynamikstufen wurde das Königsinstrument aufgenommen. Reproduziert wird der Klang dank der Harmonic Imaging Technologie überaus authentisch, vom leisen Pianissimo bis hin zum donnernden Fortissimo. Die Klaviatur des ES-100 ist ebenfalls eine Eigenentwicklung. Sie kommt ohne Federn aus und das authentische Spielgefühl eines Flügels wird hier durch eine Hammermechanik reproduziert, wobei auch hier eine nuancierte Graduierung der Gewichtung den Eigenarten eines akustischen Klavieres Rechnung trägt. Perlende Läufe in den oberen Lagen und kräftiges Akkordspiel in den Bässen sind für den geübten Klavierspieler und die, die es werden wollen, kompromisslos umzusetzen. Apropos Üben. Zum guten Ton bei Kawai Digitalpianos gehört auch die Lesson-Funktion. 25 Übungsstücke von Burgmüller und aus der Alfred's Basic Piano Klavierschule gehören zum Repertoire des ES-100. Sie können aber auch bis zu 3 Songs selber aufnehmen. Ein Metronom mit allen gängigen Taktmaßen plus 100 Rhythmen bietet Ihnen ausreichend Gelegenheit, mit Spaß an der Freude Ihr Klavierspiel zu verbessern. Trotz der aufs Wesentliche reduzierten Bedienelemente bietet das nur 15 kg leichte ES-100 Möglichkeiten zur Feinjustierung diverser Parameter. Dämpferresonanz, Intonation, Hammerrückfall und Dämpfergeräusch können für die Klaviersounds editiert werden. Neben den 8 verschiedenen Facetten akustischer Vorbilder hat das ES-100 aber auch die E-Piano-Klassiker, Orgeln, Streicher, E- und Kontrabässe, Cembalo- und Vibraphon-Sounds im Programm. Kombiniert werden können die Klänge entweder übereinander geschichtet im Dual-Modus oder auch via Tastatursplit, wobei in beiden Fällen das Lautstärkeverhältnis einstellbar ist.
Die integrierten Lautsprecher bringen einen raumfüllenden Klang, wobei mehr Raum auch über die drei Halltypen bis hin zum Konzertsaal hinzugefügt werden kann. Das klingt dann vor allem über Kopfhörer beeindruckend, auf Wunsch auch für einen zweiten Zuhörer bzw. Spieler, da dem ES-100 gleich zwei Kopfhörerbuchsen spendiert wurden. Zum Lieferumfang gehören ein Dämpferpedal, Notenpult sowie Netzteil. Auf Wunsch kann als Zubehör auch ein passender Ständer mit Dreifachpedal erworben werden. Im attraktiven Preissegment aufgestellt, bietet sich mit dem ES-100 ein kompaktes, portables Digitalpiano, das sich sowohl klanglich als auch durch sein authentisches Spielgefühl als universelles Instrument für zu Hause und mobile Einsätze hervorragend eignet.